Also draußen ist das Wetter mehr als ungemütlich. Aber umso besser, dass der Infiniti genau das Gegenteil ist, weil der ist verdammt gemütlich. Also als ich das erste Mal in das Auto eingestiegen ist, ist mir direkt aufgefallen, die Sitze sind sehr gemütlich, das ganze Ambiente, die Verarbeitung, die macht einen sehr guten Eindruck, man fühlt sich direkt sehr wohl, meine Brille beschlägt, ja. Und die Sitze, die bieten auch sehr viele Einstellmöglichkeiten. Man kann sie vorne einmal nach hinten und nach vorne ziehen für längere oder kürzere Beine. Dann kann man sogar hier die Backen an den Seiten enger und breiter machen. Bei mir eher ein bisschen breiter. ja, fühlt sich halt alles super gut an. Sieht gut aus. Und ich würde sagen, machen wir mal den Motor an. Und ja. Das Auto ist an, man hört nicht so viel, ist ja auch ein Hybrid. Da fahren wir mal los. Wie bei euch mittlerweile wahrscheinlich auch bekannt, ist der Q50S Hybrid ein Hybrid, wer hätte das gedacht. Und es ist der erste Hybrid, den ich fahren darf, deswegen kann ich jetzt gar nicht groß mit anderen Hybridfahrzeugen vergleichen. Aber ich muss sagen, es fährt sich extrem gut und auch gar nicht so anders als bei normalen Fahrzeugen. Zum Beispiel jetzt gerade im Moment fahren wir rein elektrisch. Kriegt man so jetzt auch gar nicht mit, außer dass es vielleicht noch ein bisschen leiser ist, als wenn der Motor an ist. Aber wenn ich jetzt mal Gas gebe und der Motor sich dazu schaltet, fällt das gar nicht auf. Also jetzt ist er übrigens auch schon wieder aus. Ich bin da echt begeistert, dass das so gut funktioniert. Der Übergang ist immer sehr gleichmäßig und ruhig. Teilweise kriegt man es auch gar nicht mit, dass der Motor sich an- und ausschaltet. Und ja, da muss ich sagen, es wurde echt gut gemacht. Der Q50 ist ein sehr modernes Fahrzeug, dementsprechend auch ausgestattet mit viel moderner Technik und vielen Fahrhilfssystemen. Was ich ganz gut finde, die wichtigsten kann man mit einem Knopfdruck am Lenkrad an- und ausschalten. Ich schalte sie jetzt mal an. Hiermit habe ich dann einmal den Frontassistenten, der Warnzeichen von sich gibt und auch für uns bremst, falls wir jetzt vorausfahrendes Fahrzeug vor uns haben, was jetzt bremst und ich das nicht mitbekomme. Dann einmal den Linienassistenten, der auch Warnsignale von sich gibt, wenn man über die Linie fährt und auch langsam einschreitet, dass man wieder zurückfährt, aber nur recht gediegen, sage ich mal. Dann haben wir noch einmal den toten Winkelassistenten. Der gibt ebenfalls Warnsignale von sich, wenn ich jetzt einfach rüberfahre und ein Auto neben mir ist im toten Winkel. Und das Coole daran ist, dass die gegenüberliegende Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel nach links abbiege, der Wagen dann rechts bremst, damit mir das Linksfahren erschwert wird und somit eventuell ein Unfall vermieden wird. Aber wir haben jetzt hier im Fahrzeug auch noch die Active Lane Control. Die schalte ich einmal hier an, habe hier eine Verknüpfung gemacht. So, wenn ich diese jetzt angemacht habe, dann jetzt noch einmal den Tempomat auf, sagen wir mal jetzt 110 einstelle, dann kann ich hier immer noch am Lenkrad einstellen, wie viel Abstand das System zum Vordermann halten soll. So, jetzt haben wir alle möglichen Systeme angemacht, den Tempomat auf 110 gestellt und er fährt jetzt zum Beispiel auch nur 100, weil der vor mir auch nur 100 fährt. Und das Verrückte ist jetzt, eigentlich muss man wirklich nichts mehr machen. Das ist echt gruselig, also ich kann jetzt die Hände vom Lenkrad nehmen. Ja, und das Verrückte ist jetzt, selbst hier mit viel Verkehr und auch Kurven auf der Autobahn, ich mache jetzt nichts. Und das ist eigentlich echt gruselig, es ist wirklich interessant und es funktioniert auch echt gut. Nur ich frage mich, wo das hinführt. Es gibt dann bestimmt genug Leute, die dann auch irgendwie nachts, wenn sie ein bisschen müde sind, hier alles anmachen und dann einfach so fahren. Ja, weiß nicht. Also ich hätte es besser gefunden, wenn man noch irgendwie wenigstens eine Hand am Lenkrad haben muss oder ähnliches, weil so muss man wirklich nichts machen. Also er kommt jetzt nach links in die Linie, er fährt aber automatisch wieder ein Stückchen nach rechts. Und dann sitzt man wirklich in dem Auto hier, so nach dem Motto so, ja, ich fahre. Scheibes Drecken. Ist immer noch dreckig. Mehr muss ich nicht machen. Außer vielleicht mit einer Wischanlage im Winter benutzen. Und das ist echt komisch. Aber jetzt habt ihr es mal gesehen. Den Klang des Motors jetzt bin ich sehr zufrieden. Generell bin ich auch ein großer V6-Fan persönlich.
Ich liebe den Sound einfach drin. Das ist sehr dezent gehalten. Generell ist das Auto innen leise. Man hört jetzt von außen recht wenig, was aber auch zum Auto passt. Aber ich muss sagen, von außen ist er lauter, als ich gedacht hätte. Aber jetzt nicht nervig laut oder extrem auffallend laut, aber schön. Er klingt einfach schön und passend zum Auto. Bereich hilft der Elektromotor ein bisschen nach, oben raus dann eher der 3,5 Liter V6 Sauger. Ja, und man hat, was die Motorleistung angeht, auf jeden Fall immer viel Spaß. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, man kann hier auch super toll in den manuellen Modus schalten und man hat hierzu wunderbare Magnesium-Schaltwippen, die außen auch Leder dran haben und dann noch dazu hier den Fahrmodi-Schalter. Ich schalte jetzt einfach mal auf Sport. Schalten wir hier in den, ja, machen wir sogar mit dem zweiten hier. Und dann gebe ich jetzt mal Gas. Also, das finde ich immer noch am besten an dem Wagen. Also ich muss sagen, das ist einfach so unglaublich direkt alles. Also man drückt aufs Gas und es legt direkt einfach volle Kanne los. Ja, und wir haben jetzt hier nasse Straßen. Aber selbst wenn man sich jetzt einfach mal hinstellt, was ich jetzt gleich mal eben mache. So, was ich euch einmal zeigen will, ist die Beschleunigung aus dem Stand. Dank des Elektromotors liegt halt direkt Drehmoment an. Man muss jetzt nicht warten, bis der Motor auf einer bestimmten Drehzahl ist. Ich halte jetzt mal kurz an und drücke jetzt mal voll drauf. Zack, schon sind wir bei 100 und das knallt richtig rein mit dem Elektromotor in Kombination. Also, ist geil. Ja, der durchgehende Vortrieb spiegelt sich auch bei den Daten wieder. Die Allrad-Variante braucht 5,4 Sekunden von 0 auf 100, die RWD-Variante nur 5,1, also die ist noch ein bisschen flotter. Allerdings gilt dies wahrscheinlich nur auf dem Trockenen. Hier auf dem Nassen ist die Allrad-Variante von 0 auf 100 wahrscheinlich die bessere Wahl, weil die 546 Newtonmeter muss man ja auch erstmal auf die Straße bringen, wenn die Wetterverhältnisse jetzt nicht top sind. Nun zum Verbrauch vom Q50S Hybrid mit Allrad, den wir hier jetzt auch fahren. Der ist offiziell angegeben mit 6,8 kombiniert. Die RWD-Version allerdings verbraucht weniger und ist angegeben mit 6,2 kombiniert. Ich muss sagen, also außerorts, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal nachts, also wirklich mitten in der Nacht fährt und es sich auch leisten kann, langsam loszufahren, nicht viel Gas zu geben und auch viel rollen zu lassen, möglichst viel darauf achtet, dass der Wagen nur rein elektrisch läuft, dann sind Verbräuche mit 5 vorm Komma gar kein Problem. Und das hat mich echt überrascht. Das ist schon echt ordentlich für ein 1901 Kilo Schiff mit Allrad. Und da muss ich sagen, das ist echt gut. Wenn man jetzt allerdings auch in der Stadt und auch mal ein bisschen flotter fährt, sich mehr oder weniger normal verhält, auch teilweise mit viel Verkehr, kommt man so im Durchschnitt kombiniert auf 10. Das finde ich ist aber echt in Ordnung für so ein echt großes Auto mit dieser Leistung. Nun zum Fahrverhalten und Fahrwerk vom Q50 S-Hybrid. Es ist von Haus aus beim S-Hybrid ein Sportfahrwerk verbaut.
dieses macht sich auch bemerkbar. Man merkt deutlich, es ist jetzt hier kein super komfortables Fahrwerk. Es ist wirklich teilweise recht straff. Aber jetzt nicht so, dass man hier im Auto sitzt. Ne? Also es ist passend zum Auto. Es ist ein bisschen sportlicher. Man merkt es, wie gesagt, bei schlechten Straßen. Aber es ist trotzdem noch ziemlich angenehm. Kraftübertragung erfolgt über ein 7-Gang-Automatikgetriebe. Dies funktioniert auch wunderbar, es schaltet butterweich, kann aber auch sehr sportlich sein. Also das Fahrzeug besitzt auch Rev-Matching, also wenn ich jetzt runterschalte, wird die Drehzahl des niedrigen Ganges angepasst. Und ja, es ist halt angenehmer, es klingt vor allen Dingen auch gut. Q50 gibt es übrigens auch eine Weltneuheit, und zwar das Direct Adaptive Steering, auch Steer-by-Wire genannt. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Lenkrad gar nicht mehr physikalisch mit den Rädern verbunden ist. Das klingt nicht nur ulkig, das ist auch ulkig, weil man kann sich das vorstellen wie bei einer PlayStation, dass das Lenkrad hier nichts anderes als ein Controller ist. Wenn der Computer allerdings versagen sollte, schließt sich eine Kupplung zu einer ganz normalen Lenksäule, so dass man halt, dass halt nichts passiert und man normal weiterfahren kann. Man merkt es halt, dass es anders ist anhand der Übersetzung. Also man muss weniger lenken mit dem Lenkrad, um mehr auf der Straße zu lenken. Wenn wir jetzt hier auf den Infinity Drive Mode Selector gehen, haben wir immer den Personal-Modus, den können wir bearbeiten. Der Personal-Modus ist nichts anderes als ein Fahrmodi, den man auch hierüber auswählen kann. Hier hat man ja mal Personal, Sport, Standard, Eco und Snow. So, jetzt gehen wir mal auf Personal. Dann können wir, wie gesagt, dann hier einmal einstellen, was dieser Modus denn beinhalten soll. Hier hat man einmal die Möglichkeit, Antriebsstrang zu ändern und dann das für uns Interessante jetzt gerade, die Lenkung. Dann klicke ich einmal hier drauf. So, dann haben wir einmal die Möglichkeit, die Servounterstützung auf leicht, Standard und schwer zu stellen. Das ist nichts anderes als, wie schwergängig das Lenkrad gehen soll. Und dazu einmal die Übersetzung von Komfort, Standard und Schnell ändern. Und das ist wirklich sehr interessant und hat man ja so in anderen Fahrzeugen jetzt nicht. Wenn ich jetzt die Übersetzung auf Schnell stelle und vielleicht auch die Servounterstützung noch auf Standard lasse, dann merkt man direkt, es ist sehr, sehr anders. Und da habe ich auch nicht schlecht geguckt, als ich das dann mal eingestellt hatte. Oder wenn man auch im Sportmodus fährt, ist das auch ausgewählt. Also es ist wirklich extremst direkt. Man muss sehr, sehr wenig lenken, um aber trotzdem in die Kurven zu gehen. Wenn man jetzt hier sieht, jetzt kommt hier eine Kurve, ich fahre ein bisschen schneller. Ich mache nur so. Und zack. So, normalerweise müsste man das Lenkrad deutlich weiter bewegen. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr komisch. Also muss ich sagen, die ganze Technik macht das Ganze echt sehr, sehr direkt. Aber man hat kaum bis gar kein Feedback von der Straße, was jetzt für manche Leute, die das vielleicht beruflich nutzen, das Fahrzeug, viele Strecken, also viele lange Strecken fahren, ist es wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Zum Fahrverhalten jetzt spezifischer. Wir sind ja Speedheads, dementsprechend testen wir Autos auch vernünftig, auch auf ihr Limit, und ich muss sagen, das Fahrverhalten ist ein bisschen komisch. Ich fühle mich jetzt, selbst nach 2 Wochen, irgendwie nicht so ganz wohl damit. Es ist manchmal übersteuert, manchmal untersteuert, wenn man in der Kurve noch ein bisschen Gas gibt. Es weiß nicht so ganz recht, was es will, habe ich das Gefühl. Dazu halt das fehlende Feedback im Lenkrad. Und wir haben, da es ja ein Hybrid ist, haben wir natürlich auch irgendwo Batterien, und die liegen zwischen der Rücksitzbank und dem Kofferraum. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das die Gewichtsverteilung ein bisschen anders ist, vielleicht auch der Schwerpunkt ein bisschen weiter oben liegt. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch gar nicht der Fall.
Aber es fühlt sich manchmal so an, gerade wenn man vor Kurven anbremst, dass das Heck sich einfach raushebelt. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, ob das am Handling an sich liegt oder einfach nur an der Lenktechnik, dass ich das einfach nicht mitbekomme, dass das passiert. Aber da muss ich sagen, also ein wirklicher Sportwagen würde ich das jetzt nicht nennen. Von den Fahrleistungen her schon. Er ist wirklich verdammt flott und macht auch Spaß und klingt auch gut. Aber vom Fahrverhalten ist es jetzt kein Rennwagen, sage ich mal. Also da muss man dann auch teilweise behutsam sein. Also wirklich von der Motorleistung und auch von dem Klang von dem V6 bin ich echt begeistert und es macht auch echt Spaß und hat auch Lust, dann mal runterzuschalten und vielleicht mal ein bisschen mehr Gas zu geben, aus der Kurve raus zu beschleunigen. Das ist echt cool bei dem Wagen, muss ich sagen. Und wenn man hier sieht, hat es jetzt auch geschneit die Tage. Ja, da kommen wir natürlich schnell auf den Trichter, Allradantrieb, Schnee. Gehen wir da mal am Schnee spielen, ne? Habe ich dann auch gemacht. ESP ausgeschaltet. Ja, dann habe ich dann direkt festgestellt, ESP-Funktionen sind generell dann alle aus, also man kann auch querfahren dann mit dem Wagen. Allerdings verhindert das ESP das Durchdrehen der Räder und versucht das Durchdrehen der Räder auf andere Räder zu übertragen. Generell drehen die Räder dann trotzdem durch, weil es ist ja Schnee, dann hat man nirgendwo irgendwie Traktion, aber es passt, also ja. Es ist dann manchmal schon ein bisschen komisch. Also ich finde es echt schade, dass man das nicht komplett ausschalten könnte, weil da verliert man halt ein bisschen Potenzial. Also ich hätte es halt cool gefunden, wenn man hier mit 364 PS Allrad auch ein bisschen Faxen machen kann. Aber wie gesagt, das funktioniert, aber halt irgendwie nicht so natürlich. Und das stört auch manchmal wirklich, dass das da irgendwie ein bisschen rumregelt. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob es das Auto ist, was man kauft, um dann damit quer zu fahren im Schnee oder so Sachen zu machen. Aber wie gesagt, ich hätte es cool gefunden. Was natürlich wichtig ist bei einem Auto mit so viel Leistung und was so schnell auf hohen Geschwindigkeiten ist, sind natürlich die Bremsen. Und da muss ich sagen, die sind echt gut. Also da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Die packen ordentlich zu. Ich demonstriere das jetzt mal hier. Wir sind jetzt 100 km/h schnell. Ist auch ordentlich bergab. Ich gehe jetzt mal voll in die Eisen. Ja. Funktionieren super. Also, man merkt auch hier, die Gurte strafen sich direkt zu. Man wird in den Sitzen gehalten. Und die Bremsen funktionieren tadellos. Kann man auch gut dosieren. Kleine Information noch, im Fahrzeug sind LED-Scheinwerfer verbaut mit Kurvenlicht, das funktioniert auch super und ich bin extremst überzeugt von den Scheinwerfern. Also man sieht das jetzt im Video wahrscheinlich sehr, sehr schlecht. Es ist auch gerade mal 17 Uhr, deswegen auch nicht dunkel, aber diese sind bei Nacht extremst gut. Und wenn man das Fernlicht einschaltet, ist im Dunkeln auf einer Landstraße, wo keine andere Lichtquelle ist, ja, ist fast taghell, also muss ich sagen, die Scheinwerfer sind wirklich extrem top. Das ist mir aufgefallen und deswegen wollte ich das auch mal erwähnen. So, jetzt befinden wir uns im Q50 innen. Ich wollte euch das Ganze mal aus der Fahrerperspektive präsentieren. Beim Aussteigen fährt das Lenkrad nach hinten und der Sitz zurück. Das heißt, wenn ich jetzt den Motor starte, fährt sich alles in die Position, wie ich es mir eingestellt habe. Interessant zu wissen ist, das hier, die Schlüssel, und zwar speichert der Infiniti die Sitzposition unter anderem auch nach Schlüssel. Also man hat einmal hier die Option, zwei Sitzpositionen einzustellen pro Schlüssel. Allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel eine dreiköpfige Familie hat mit einem 20-jährigen Sohn und
einer Frau. Dann hat jeder zum Beispiel einen Schlüssel. Man steigt einfach ein. Alle Apps etc. Sitzposition und so weiter werden an dem Schlüssel erkannt und man hat direkt so alles, wie man es eingestellt hat, personalisiert. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Dann, ja, Besonderheit, oben 8 Zoll, unten 7 Zoll, Touchscreen-Display, das ist ziemlich ungewohnt, aber ich finde es gar nicht verkehrt. Also gerade jetzt hier, dass das so getrennt ist, das habe ich so jetzt gar nicht, noch nie wirklich gesehen. Ja, und ich finde es gar nicht schlecht. Oben hat man halt dauerhaft die Navigation, unten alle anderen Spielereien. Das sorgt für eine gute Übersicht und dass, wenn man halt auch mal irgendwie jetzt Musik raussuchen will, zum Beispiel der Beifahrer oder so, und man halt trotzdem dauerhaft die Navigation im Blick haben will, ist das auf jeden Fall eine super coole Sache. Oben das Display bedient man hier mit diesem Rädchen. Kann man ein bisschen vergleichen zu dem in den BMWs. Wenn ich jetzt hier auf die OK-Taste drücke, sieht man hier ein Menü. Hier kann man einfach durchscrollen, hier kann man sogar auch sich das Ganze selber sortieren und sich eigene Verknüpfungen machen, was ganz praktisch ist. Dazu muss ich sagen, der Knopf hier, der ist einfach, ich liebe den Knopf. Also, er fühlt sich einfach so unglaublich gut an, so hoch. Wertig, wenn man den dreht, ist es so, ja, schwer zu beschreiben. Generell alle Tasten hier fühlen sich ziemlich gut an. Also auch hier Lautstärke und alles. Hat zwar ein bisschen Spiel, aber erst wenn man stärker dran rüttelt, generell fühlt sich alles sehr hochwertig an. Auch die Tasten machen keine lauten Klickgeräusche und sind eher sehr soft, was sich ganz gut anfühlt. Das ist schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich einfach gut an. Dann haben wir einmal hier den Kameraknopf, den drückt man einfach drauf und dann hat man hier eine sehr coole Kameraperspektive bzw. verschiedenste. Es sind einmal an den Seitenspiegeln auch noch Kameras angebracht, deswegen hat man hier so eine coole 360 Grad Ansicht. Die kann teilweise auch ganz praktisch sein, ansonsten jetzt hier vorne, wenn wir im Vorwärtsgang sind bzw. im Parkmodus, wenn man jetzt hier Rückwärtsgang reinmacht, dann hat man die Kamera auch direkt nach hinten. Das Weiteren, wenn man hier auf Kamera nochmal auf die Taste nochmal drauf drückt, hat man hier noch verschiedene Kameramodi. Jetzt hier einmal rechts zum Beispiel super gut am Bordstein zum Beispiel einparken, dass man sich die Felgen nicht kaputt macht. Und einmal Großansicht von vorne bzw. hinten. Jo, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kameras liefern generell ein gutes Bild. Allerdings muss ich sagen, dass nachts die Kameras im Vergleich zu anderen Parkkameras an anderen Fahrzeugen eher schlecht sind. Also wenn es, sobald es ziemlich dunkel ist und keine großartigen Lichtquellen vorhanden sind, sieht man eigentlich gar nichts auf den Kameras. Und das finde ich nicht so gut. Vorne kann man mal die Nebelscheinwerfer anmachen zur Hilfe, aber hinten und an den Seiten ist dann alles komplett dunkel. Und das finde ich schade, weil andere Kameras kriegen das irgendwie auch auf die Kette. Und da kann man vielleicht in Zukunft geguckt werden, dass sie auch ein bisschen nachts was auf die Kette kriegen. Dann haben wir hier einmal den Hauptbildschirm, sage ich jetzt mal, mit allen möglichen Bedienelementen. Hier haben wir auch ziemlich viele witzige Apps. Hier den Infinite Drive Mode Selector mit dem Personalmodus. Der Personalmodus ist nichts anderes als ein Drive Mode, den man auch mit Hilfe dieses Schalters extrem praktisch während der Fahrt super schnell und einfach mit einer Handbewegung einstellen kann. Dann kann man hier einfach auswählen. Personal, Sport, Standard, Eco, Schnee. Und zwar, ja, wenn man hier auf Personal geht, dann kann man hier alles einstellen. Antriebsstrang, bla 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 bla. Dann liest ihr hier alles selber. Und so weiter und so weiter. Ich gehe jetzt nicht ganz so genau darauf ein. Ihr seht ja hier alles. Wir wollen ja auch hier noch weitere Dinge zeigen. Es gibt echt viel zu zeigen. Dann haben wir hier die verschiedensten Apps. Da kann man höchstwahrscheinlich auch noch mehr hinzufügen. Auch ganz coole Sachen wie hier eine Fahrleistungs-App. Da hat man die verschiedensten Anzeigemodi, Lenkwinkel, Leistungsdaten der G-Kräfte. Hier auch nochmal ein G-Kraft-Radar, nenne ich das jetzt einfach mal. Mit Kraftstoffzufuhr etc. Spielereien bis wirklich nützliche Sachen, ist alles dabei. Dann hier die wunderschönen Magnesium-Schaltwippen, die sich einfach auch super geil anfühlen, also das muss man einfach mal sagen. Man hört es vielleicht auch, dass es
was Hochwertiges ist und nicht einfach so Plastikdinger, die dann so rumklicken. Fühlt sich auf jeden Fall super gut an. Was vielleicht interessant zu wissen ist, was sich jetzt gerade mir spontan einfällt, einen kleinen Nachteil hat die Hybridversion des Fahrzeugs, und zwar ist der Kofferraum, 50 bis 100 Liter kleiner, je nachdem mit welchem Modell man es jetzt vergleicht, als die normalen Q50 Modelle. Ja, ansonsten hier, das fühlt sich auch alles sehr hochwertig und gut an. Ganz normal, bam, einmal nach links für manuell schalten mit den Schaltwippen, oder auch, kann man auch hier schalten. Hier unten links hat man einmal eine Anzeige, die zeigt, ob gerade Power genutzt wird vom Elektromotor oder Power regeneriert wird. Also wenn er im weißen Bereich ist, läuft der Elektromotor. Wenn es im blauen Bereich ist, wird Energie rückgewonnen. Der EV-Dings, falls man sich da wundert, das EV, da was da aufleuchtet, das bedeutet, dass wir gerade im Elektromodus sind. Was ich fast vergessen hätte, das System besteht nicht nur aus der Kamera und ganz klassischen Parksensoren, die piepsen beim Parken. Nein, wir haben auch einen Querverkehrswarner. Man muss sich das so vorstellen, ich stehe jetzt zwischen zwei Hauswänden, kann man sich so und so vorstellen, vielleicht grob. Und jetzt vielleicht gerade zur Straße und nicht so schräg, wie ich es hier tue. So, und dann will man rückwärts rausfahren. Und wie man das halt kennt, sieht man eigentlich gar nichts. Ob da jetzt Autos, Fahrradfahrer, Fußgänger kommen, man muss halt dann langsam zurückfahren. Und das System erkennt Querverkehr, also Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, die hinten am Auto vorbeigehen, frühzeitig und bremst das Auto ab im Notfall. Das finde ich extrem gut, das funktioniert auch sehr gut. Ich habe das selber getestet. Ja, und ich denke, das wird einige Unfälle verhindern. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal gerne abonnieren. Über Daumen hoch freue ich mich sehr. Wenn euch was nicht gefallen hat oder sonstiges, könnt ihr es gerne drunter schreiben. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik. Ja, falls ihr sonst irgendwie Fragen habt zum Fahrzeug oder egal, irgendwelche Fragen, die ich wahrscheinlich beantworten kann, tue ich das auch immer gerne. Ich lese meistens alles durch. Gerne sind auch Vorschläge gesehen, was ich vielleicht demnächst mal testen soll, was ihr gerne mal sehen wollt. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.